Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu einer Partie FIFA 15 gegen den Cresenio 87. Ole, 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 Sieg. Das erinnert mich, ja, wir haben gerade ein Spiel gemacht, Cresenio hat 1-0 geführt, dann nach der Halbzeit kam ein charismatischer junger Mann aus Schweden ins Spiel und tatsächlich hat der, kurz bevor ich schießen konnte, ist meine Verbindung abgeschmiert. Dieses Dreckspiel. Aber ja, Ibrahimovic hat wahrscheinlich gesagt, dass diese Scheißverbindung nicht unter seiner Würde ist. Oh, hier, der hat eben schon rot bekommen. Da kannst du direkt nochmal hier. Da, der gibt noch nicht mal eine Karte. Da merkst du schon, wie dieser Schiedsrichter sich beeinflussen lässt. Starker Pass. Starkes Ding. Kacke gespielt. Ja, genau. Missgeburt. Ah, zu weit, zu lange gewartet. Scheiße. Oh. Oh, da kriege ich nochmal ein Geschenk hier. Oh. Schön. Schönes Kind. Hast du. Fick dich. Ja, liebe Freunde, FIFA 15. Einige Änderungen gab es doch mal, so seitdem wir die letzte FIFA-Runde gespielt haben. Wie unter anderem, dass EA hingegangen ist und die Spieler, ja, mit einem festen Preis versehen hat, was für Furore gesorgt hat. Genau, was in der kompletten FIFA-Welt ein Raunen, mehr als ein Raunen, eigentlich schon ein Stöhnen, ich glaube Beleidigungen sind gehagelt, als aber auch viele Fragen, viele Fragezeichen. Wie wird es denn jetzt weitergehen? Wie funktioniert es? Was machen die Coinshops? Wie kriege ich meine Coins? Wie wird es, und das ist die interessanteste Frage, wie wird es bei FIFA 16 aussehen? Liebe Freunde, ich kann euch verraten, es wird wahrscheinlich FIFA 16 kommen. Mag für euch überraschend klingen, aber normalerweise ist es eigentlich so, dass es irgendwann, ich glaube im April, Mai, trifft man sich zusammen, man wird eingeladen von EA und man muss unterschreiben, dass man nichts darüber verliert, dass FIFA 16 kommen wird. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ich gehe quasi in eine Grauzone und lehne mich jetzt aus dem Fenster und behaupte einfach mal total waghalsig, dass das ein Tor wird! A-cha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 -c
Ja, nee, die kommen nicht ansatzweise, glaube ich, daran, was bei FIFA umgesetzt wird. Das stimmt wohl. Glaube ich nicht. So, wenn ich allein denke, in Monte beispielsweise, hat er einen horrenden vierstelligen Betrag drin. Also einen vierstelligen Betrag, nicht einen horrenden, einen vierstelligen Betrag drin. Ich auch knapp. Plus die Leute, die gar nicht auf YouTube aktiv sind. Und ja, dafür ist es noch nicht mal mein Eigentum. Das ist auch noch so eine Sache. Es ist ja halt Eigentum von EA und das ist wirklich halt auch das Krasse. Da kann ich viele verstehen, die halt sagen, hey, ich kriege halt, was weiß ich, nur 20, 30 Euro Taschengeld. Dafür werde ich mir keine Packs holen. Ich kann die Leute voll und ganz verstehen. Und das ist definitiv auch ziemlich hart. Ich hoffe, dass EA da ein bisschen mal die Handbremse zieht und nicht noch krasser wird. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du beispielsweise ein Tausender, nur mal übertrieben gesagt, ein Tausender im Spiel hast, dann sollte ich, meiner Meinung nach, solltest du mindestens alles haben, plus ein Dankeschreiben von EA. Nach dem Motto, vielen Dank, hör mal, drei Mitarbeiter werden durch dich bezahlt. Diese Mitarbeiter werden ihr Baby nach dir benennen. Also das erwarte ich, wenn ich da ein Tausender drin habe, an Mikrotransaktionen. Sagen eher wahrscheinlich, komm, 2000 ist auch schön. Ja, genau. Das ist nämlich das Problem, dass da in einer gewissen Art und Weise eine... Es war ein Flugaufball, Schiri. Es war ein normaler... Ja, deswegen muss es ja rot geben. Nee, es war ein Flugaufball. So. Ibrahimovic hat dafür schon mal gelb ja, bekommen. Ja, hat er schon mal bekommen, ja. Aber er hat auch eine größere Nase als der Balotelli. So. Aber der war nicht schwarz. Okay. Ja, da kann ich schon wieder hier piepen. Aber ich werde es nicht rauspiepen. Also das hat der Casino wirklich gesagt, Freunde. So, ansonsten, was haben wir noch? Alle werden natürlich wieder darüber reden. FIFA 16 will ich mir nicht holen, weil was werden sie denn verändern? Da werden 11 Spieler sein, da wird ein Ball sein und es ist immer noch das Gleiche. Natürlich wird sich da auch nicht sehr viel verändern. Außer, dass der da reinklatscht und ein schönes dam di dam di da di dam di dam di dam di da da hier, die schwarze Flunder, Junge. Fupp dich. Aber weißt du da, bevor du weitermachst, was mir eben noch dazu einfiel, dass ja gerade wenn du da Betrag X oder was drin hast, hast du ja schon gesagt, es ist immer noch Eigentum von EA und das Blöde ist ja, wenn ihr jetzt sagst, okay, ich will das die ganze Zeit immer wieder weiterspielen, ich hole mir kein neues FIFA, hast du irgendwann das Problem, dass ja wahrscheinlich der Support nicht mehr vorhanden ist, weil die Server abschalten. Genau, da wird dann einfach mal der Server, wollten wir letztes Mal, wir wollten im Stream, ich glaube FIFA 12 spielen. Ja, kannst du nicht mehr spielen, du kommst gar nicht mehr ins Ultimate Team rein. Du kannst das Spiel normal, kannst du noch spielen, aber Ultimate Team geht nicht mehr. Ich hätte gerne nochmal hier so die guten alten Beister- und Bröker-Zeiten ausgepackt, ging aber nicht mehr. Da war Feierabend und das ist irgendwie doch schon sehr traurig, finde ich. Also, Opa da. Das ist übrigens FIFA, wie es lebt und lebt. Was? Das war ein Abstoß, Alter. Komm, jetzt ein Tor. Nee. Schade. Boah, hast du gesehen, wie der Wichser sich aufgestützt hat? Der Schwarze. Und nur weil wir schwarz sagen, sind wir nicht rechtsradikal. Das ist auch sowas. Gestern habe ich gesehen, bei Montana Black hat einer reingeschrieben, ja, nimm mal die 88 raus, du Nazi. Ey, ohne Scheiß. Also wenn du die 88 mit Nazi gleichsetzt, sorry, das ist das Geburtsjahr, sorry. Das ist einfach nur ein bisschen beschränkte Denkweise. Dann ist für dich auch ein Terrorist jemand, der ein Taliban, ist. Dann ist für dich auch ein Terrorist jemand, der ein Kopftuch trägt und einen dunklen schwarzen Bart hat und muslimischer Abstammung ist, was ja auch vollkommen schwachsinnig ist. So, auf jeden Fall das mal dazu. Aber wir machen hier keine Politik. Wir machen hier FIFA mit Ibra Wapalossos. Ist der schon wieder drin? Der blöde. Guck dich. Nein! Elfmeter, rot. So, viele werden sich wieder darüber beschweren. Es wird sich ja eh nichts verändern. Ja, was soll an FIFA verändert werden? Es bleiben weiterhin zwei Tore. Es bleibt also weiterhin ein so, Ball. Es ist ja immer so, dass sich durchaus, man kann sich ja nie darüber nicht beklagen, dass sich nie was ändert. Es sind zwar immer irgendwelche anderen Punkte, aber so... Beispielsweise FIFA 12 war ja sehr
das Schlenzen war ja da OP. Dann bei FIFA 13 war es, glaube ich, halt einfach die Pace. Bei, weiß ich nicht, also jeder Teil hat ja irgendwo anders seine in Anführungszeichen, Schwachstellen. Hier ist es, finde ich, sehr stark. L1 Dreieck ist zum Beispiel hier so ein sehr krasses Mittel. Was ja, vielleicht zu stark ist, weiß ich nicht. Und die Torwerte, Torhüter, sind Torhüter einfach... Torhüter kann man das ja nicht nennen. Die beiden, die Figuren, die da in dem zwischen den Alu-Stangen stehen. Die sind auf jeden Fall zu stark, zu schwach. Also, und da wird, denke ich, eine Menge passieren. Also ich glaube, gerade im Torwartbereich werden sie tätig werden, so nenne ich es mal. Hoffen wir mal. Ich meine, also sie haben ja angeblich schon diese Ach so, Vorteil. Ja. Kann man hier mal neidlos anerkennen? Ah, ich wusste, dass du den Spiel willst. So, sie haben ja hier schon gesagt, dass die Torhüter, da hört sich das nicht so schwul an in der Mehrzahl, dass die Torhüter hier vernünftig sind. Ja, was ja auch nicht der Fall ist. Du kannst an einem Torwart vorbeirennen. Wir haben schon Fails gesehen. Die sind schon echt nicht mehr schön. Natürlich ist der Fail immer nur dann ärgerlich, wenn er einen selber betrifft. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn jemand anderes den Fail hat. Ich muss auch sagen, wenn du mal siehst, es gibt so 3-4 Torhüter. Oh Gott! Die sind enorm stark. Zum Beispiel, ich habe hier De Gea in Form drin. Der ist eine Bombe. Wenn du den neuer Team of the Year nimmst, der ist richtig kacke. Oder schaut euch das Spiel von Solution mich an, was der Neuer da reingelassen hat, wie der da gehalten hat. Das ist ja nicht mehr schön gewesen. Und dann hast du da auf der anderen Seite, hast du, wie hieß der, den Begovic, die alte Fotze. Da hast du dann, ja ohne Witz, was der Begovic mir schon an Toren verhindert hat, das ist echt nicht mehr schön. Das ist echt nicht feierlich. Boah, ist das schön gespielt hier. Belohn dich doch! Wohin wolltest du den denn klären, ey? Ah, schön, da war noch einer zwischen. Ja, natürlich. Ecken, finde ich. Oh, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, Ecken, finde ich. Ecken war zum Beispiel im letzten FIFA sehr stark. Hier haben sie es entschärft, finde ich. Definitiv. Hättest du das mal dem Mangala gesagt, dann hätte er mal nicht toll gemacht. Ich finde das voll kacke. Jetzt war 1-0 von dir. Kackt die Aufnahme ab und jetzt 3-0. Ja, super. Und die ist wirklich aufgekackt. Aber was heißt abgekackt? Ich war mit Ibra wirklich, ich wollte gerade, der wollte gerade einschenken. So richtig schön hier L1 Dreieck. Ungefähr so. Aber dass ich den bekommen habe. Oh, der hat den umgehauen. Nein. Jetzt ist er wieder drin. Scheiße. Komm, Ibra. Ja, toll. Da ist es! Das ist der Ibra Wapalos, der Ibra Wapalos, der Mann aus Schweden. Das ist der Ibra Wapalos. Ah, ist es schön. Ich mal einen in die Fresse da. Ist ja, bah, Junge. Ah, ist es schön. Der Zlatanovic. Ah, ne. Frankreich hat gar keinen Verein wie Paris verdient. Hat er aber recht. Wobei Frankreich hat... Er hat ja Ibra nicht gesagt, dieses Land. Also, das war ja die... Nee, Frankreich hat Ibra nicht verdient, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, und er hat noch beim letzten Mal, wo es diese Fehlentscheidung vom Schiedsrichter gab, hat er gesagt, in diesem Scheißland hat es ja... Er hat noch nie so eine schlechte Schiedsrichterleistung gesehen wie in diesem Scheißland. Ja, ist ja auch korrekt. Boah, ey. So der Typ, aber jetzt ist auch wieder, jetzt kommt auch alles durch hier. Jetzt ist. Da wollte er einen hören lassen. So, was haben wir noch? Genau, nächstes FIFA, FIFA 16. Seien wir mal ganz ehrlich, wir werden es uns holen. Warum werden wir es uns holen? Weil es einfach, sagen wir mal, zum Beispiel allein PS3, PS4. Ich habe es letzte Mal auf der PS3 nochmal reingeklatscht. Alter, das kannst du ja nicht mehr spielen, Junge. Da kriegst du ja Gesichtskrebs, ey. Kennt ihr Gesichtskrebs? Ist eine neue Erfindung von mir. Habe ich gerade eben erfunden. So, kann der Bro sich wieder ablachen. Der hat Gesichtskrebs gesagt. Die Waffen der Waffen.
Auf jeden Fall. Und gib mir doch wenigstens ein Tor hier. Nein, wirst du nicht kriegen. Ich werde dich zu null hier wegballern. Vielleicht noch zu mit noch einem Türchen hier. Wupp dich. Na, scheiße. Arroganz jetzt. Nein! Verpiss dich. Stark. Das ist abseits. So, auf jeden Fall, wir werden uns das neue FIFA holen. Das steht eigentlich schon so fest wie das Arm in der Kirche. Und jetzt ist die Frage, liebe Freunde: Wollt ihr, dass wir orakeln? Und zwar der Cresenio, die erste Bundesliga, seinesgleichen mit Dortmund. Dass wir immer die Spieltage vororakeln. Das heißt, Das ist spannend. Entweder das direkt wirklich das Spiel vom Verein, von Dortmund. Nee, jetzt, vom Verein, vom Verein. Okay. Und bei mir halt natürlich auch Champions League. Also das volle Programm, falls ihr es schafft. Das ist immer toll, man kündigt immer so viel an und hinterher stellt man fest, hi. Ja, schade, Champions League. Ja. Sieht kacke aus. Vielleicht steigt ja auch noch ab. Nee, das glaube ich nicht. Also Abstieg ist ja für Dortmund sei schon durch, ja, ne? Ja, das nicht, aber... Oh, nee. Oh, ist das... Missgeburtenhaftig. Schiri. Da wird wieder gegrätscht, gefault, gerengdengdengt. So, und wollt ihr es haben? Ich, zweite Bundesliga mit der Fortuna. Cresenio mit der ersten. So, jetzt komm, mach das Tor. Alle rein, alle rein. Komm mal her. Na, guck mal, wie ruhig der Cresenio geworden ist. Ah, 4-0 ist klar. Ne, 3-0, oder? 4-0. 4-0. Wer hat denn alles die Tore gemacht? Ibrahimovic. 4-0! Ah! Ja. Hier, komm mal, uns nochmal den Augenschmaus hier. Da hat es früh angefangen mit Kühn Aguero. Eingeschenkt. Da feiern sie hier, die Deutschen. Dann kurz nochmal hier das. Ne, das war nicht. Ist ja auch scheißegal. Ist ja Pumpe, ne? War schön. So, wollt ihr es haben? Schreibt in die Kommentare. Ich bedanke mich. Und das Schlusswort kriegt der junge Mann, dessen bester Spieler eine 7. Der Variante 4,0. 4,0. Der hätte an die Eckfahne scheißen können und hätte dafür eine 4,2 bekommen. Ja, der ist fliegen gegangen, der Di Maria. Was soll ich sagen? Ich danke dem Niklas dafür, dass er gesagt hat, dass wir ein Spiel spielen. Ah, in dem Sinne, gut Schuss, bis zum nächsten Mal. Ich sage, es wird ein nächstes Mal geben, darauf kannst du wetten.